Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder. Euer Odin mit einem ganz ungeplanten. Odin war shoppen. Nochmal ein Nachtrag. Also Nachtrag nicht, ist ja ein neuer Tag gewesen. Also heute ist Mittwoch. Wir waren am Montag ja bei Aldi beim Restpostenverkauf. Gestern Dienstag nicht. Heute waren wir schon wieder da, weil die Straße hier wegen Großbrand ist eigentlich frei gegeben. Und meine Frau hat gesagt, lass uns doch eine Eismaschine holen. Weil die jetzt, wartet. Zeig euch die mal, die wir gekauft haben. Es kommt aber mehr als nur eine Eismaschine. Ihr kennt ja meine Frau. Wie gesagt, wegen dieser Eismaschine sind wir hin. Wegen dieser Eismaschine. Die hier. Nur deswegen. Weil meine Frau jetzt wegen der Schwangerschaft und so ein bisschen auf das achten muss, was sie isst. Und nicht alles darf. Und bestimmte Sachen darf sie, bestimmte Sachen darf sie nicht. Und hat die Frauenärztin vorgeschlagen, soll sie mal bei der Hitze und so, sie hat die ganze Zeit kein Eis gegessen und so. Und sie hat aber so Bock auf Eis, hat sie gesagt. Und da hat sie gesagt, mach doch Joghurt-Eis, das darfst du essen. Und deswegen sind wir heute los zum Restpostenverkauf und haben eine Eismaschine geholt. Da passen, das dauert 20 bis 40 Minuten. Und da sind Eisbehälter ca. 8 Stunden Gefrierfach. Also den soll man 8 Stunden im Gefrierfach dann aufheben. Und da passen rein für die Zubereitung von einem Liter Eiscreme. Ich habe auch gedacht, Mensch, holst du dir auch so ein Ding. Aber mein Geld ist noch nicht da. Ich werde wahrscheinlich dann morgen nochmal mit Fräuchen hinfahren. Und wir wollen das heute testen. Wenn das gut ist, 3 Jahre Garantie vom Hersteller. Dann werde ich mir auch noch eine Eismaschine holen. Obwohl, wir haben ja ihre, aber wenn ihr Becher eingefroren ist, weil das nimmst du ja raus und frierst das so ein. Und das war dann noch eine für mich haben, weil ich esse ja Schokoeis. Und deswegen bin ich am Überlegen. Wie gesagt, deswegen sind wir hin. Eine Eismaschine. Eine. Ja, dann hat meine Frau noch die Matratze gefunden. Die hatten sie am Montag nicht da. Und da hat sie jetzt noch eine Matratze für Kinderbett geholt, weil die Matratze, die beim Kinderbett mit bei war, die ist nur so dünn, wa? Die ist nur so dünn. Das mag am Anfang gehen. Wir müssen die ja auch noch nicht gleich drin machen. Am Anfang ist die dünne ja okay. Weil die Mini-Baby wiegt ja nicht viel. Aber wenn sie da jetzt rinpisst, rinkotzt, dann ist das auch doof. Deswegen kann man die ja weglassen. Und haben wir dann für 30 Euro noch eine Matratze gekauft. Das musste man einfach zuschlagen. Wie gesagt, wir sind nur wegen der Eiscrememaschine hin. Wie viel haben wir ausgegeben? Will sie nicht sagen. So, dann hat sie sich hier Teller geholt in Tropfenform. Eine 17 Teil ihr Z. Das hat sie sich geholt für Weihnachten, wenn die Familie kommt und so. Weil sie hat ja schon Teller, aber sie braucht halt mehr, wenn Familie da ist und so wegen Weihnachtsessen. Und ihr habt mein Silvesteressen gesehen, wenn ihr Instagram verfolgt. Also Furtjahr. Und davor das Jahr, in Polen ist das alles anders. Da ist nicht einfach Raclette aufgebaut, Tisch voll, iste, fertig. Nein, da ist ein Tisch nur mit Lebensmitteln und ein Tisch, wo du isst. Und meistens ist auf dem Tisch, wo du isst, noch Lebensmittel drauf, weil nicht alles auf einen Tisch passt. So, jedenfalls hat sie das dann geholt. Dann hat sie nochmal zugeschlagen bei den 3, 4, 5, 6, 7. Diese feuchten Lappen, Einweglappen, hat sie dann nochmal zugeschlagen, 7 Stück. So, dann hat sie sich für den Balkon geholt, Lampignons, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So groß ist ihr ganzer Balkon nicht. Ja, aber falls mal einer kaputt geht. Ach, falls mal einer kaputt geht. So, dann, unser Kind, müsst ihr euch mal vorstellen, unser Kind ist noch nicht mal geboren. Also ist noch ein knappes halbes Jahr hin, bis das Kind, nee, nicht ganz, 5 Monate, wa? 4. 4. 4 Monate, bis das Kind so in etwa kommen soll. Das sind ja nur angepeilte Datum. Ist ja nicht so, dass das Datum fest ist. Das habe ich ja beim letzten Frauenarztbesuch gemerkt. Weil ich wohl dachte eigentlich, wenn die einen Termin, die misst das Kind aus, dann mit Ultraschall. Und dann sagt sie, der Bein ist so lang, der Arm ist so lang. 24. Dezember. Und dann hast du so 1, 2, 3 Tage vor Rücklauf irgendwie und dann, dass es so in dem Dreh kommt. Nee, das heißt teilweise bis einen Monat später kann das kommen. Wusste ich nicht. Hat sie Kerzen gekauft. Dann nochmal mit Kleeblatt. Dann hat sie
Ach, das ist für mich? Naja, ich brauch das nicht. Ach, das hast du für mich gekauft. Das ist Kabelbinder für, mit, aus Klett. Ja, das hast du recht. Das kann ich wirklich gut gebrauchen, Hasi. Dankeschön. Das hat sie für mich gekauft. Ja, dann hat sie nochmal Kerzen gekauft, bunte. Und nochmal Kerzen, bunte. Die waren total billig. Die waren total billig. Ja. Neuro. So, und dann hat sie, was ist denn das? Eine Maske. Gesichtsmaske. Gesichtsmaske hat sie mitgenommen. Und hat zwei verschiedene Sorten Gesichtsmaske. Eine Peelingmaske und eine gegen unreine Haut. Eine Peelingmaske und eine gegen unreine Haut. Kostet 3 Euro der Tegel. So. Wir, wenn er jetzt denkt, wir sind jetzt fertig, wo wir ja nur wegen einer Eismaschine hin sind. Nein. Merkt euch das, wir sind wegen einer Eismaschine hin. Es kommt noch ein Beutel. Und im Keller ist noch so eine, sind noch so Holzplatten. Da hatten sie leider nur noch ein Paket. Wir hätten früher fahren müssen. Für den Balkon. Und ich habe ein Paket noch von ihrem Balkon über. Jetzt mit dem Paket, was wir geholt haben, 12 Euro. Habe ich jetzt 2 Pakete. Also brauche ich nicht nochmal 2 Pakete. Also deswegen fahren wir morgen nochmal hin, weil morgen nochmal was kommt. In der Hoffnung, dass da 2 Pakete vielleicht mit bei sind. Und dann können wir meinen Balkon auch mit unten runter schön mit Holz machen. Ein bisschen schön verschönern. So. Dann haben wir eine Yogamatte geholt. Isomatte. Da stand aber Yogamatte drauf. Ne? Isomatte. Eine Isomatte für den Kinderwagen. Für, oh, guck mal hier. Für unten drunter. Also kann man sich zurecht schneiden und dann kommt das in den Kinderwagen rein. Dann kommt die Matratze oben drüber und so, dass das halt von unten isoliert ist. Weil da ist ja nur Holz. Oder so. Plastik. Plastik. Im Winter ist ganz kalt. Ist ja, deswegen ist das wohl besser. So. Wie gesagt, wir sind nur wegen einer Eismaschine hin. So, dann hat sie sich nochmal... Ich habe ja das Ding gezeigt, führt... Muss hier auch irgendwo noch liegen. Ach, hast du schon ein Auto geräumt? Für das Auto. Habe ich ja so ein Rollo, hat sie sich gekauft. So. Hat sie sich jetzt nochmal ein Rollo gekauft? Wie gesagt, 2 Stück sind da drin. 34 cm. Ich hoffe, das passt bei mir rein. Weil bei mir ist ja hinten die Schräge. Muss aber hoffen wir doch, dass das passt. Das hat sie geholt, weil da Blümchen drauf sind. Und das Schöne aussieht, hat gesagt, so was kommt nicht bei mir ins Auto. Und dann hat sie mich mit Dackelblick angeguckt und hat gesagt, für meine Tochter. Aber nicht für dich. So, dann haben wir geholt, beziehungsweise ich, das hatten sie auch nicht im Montag, so ein Behältnis, ein Doppelpack, ja, so ein Zwie, für Fixtüten. Extra für Fixtüten. Hier haben sie extra Maggi, weggeschnitten, weggepixelt und Knorr. Aber das siehst du eindeutig, dass es Maggi ist. Und grünes Knorr. Ja, weil meine Tochter isst gerne Tütensuppen, also Buchstabensuppe und so. Und dann, wenn du die einfach mal Schrank drin machst, ist doof. Und so haben wir jetzt... Für einen Apothekerschrank, zwei so eine, die ich dann praktisch hoppala, im Apothekerschrank so hinstellen kann oder halt so hin und dann können wir halt Tütensuppen und Buchstabensuppen und so was alles schön einrahmen und dann kann man das einfach rausholen halt vernünftig. So, dann haben wir geholt, weil Fräuchen hat gesagt, das sieht schick aus für einen Euro, ja, so Platzdeckchen für das Essen, wenn wir dann hier am Tisch alle mal essen. Weil meine Tochter hat Hello Kitty, da wird sie jetzt langsam zu alt für. Und ja, wenn es dann mal schön aussehen soll, hast du dann halt 4 gleiche. Weil ich habe meine Simpsons und für Kaffee, also das ist nur für die Kaffeezeit, da sind dann Kaffeetassen drauf, das ist nicht für Mittag. Und Frauchen hat gesagt, ja Simpsons und ich habe noch meine alten Asterix und Obelix Deckchen, wo ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, also wo ich noch Kind war. Ja? Die habe ich immer noch. Und hat sie gesagt, das sieht hier viel besser aus und nicht so kindlich und nicht so... Moderner. Und man muss ja nicht immer alles mit Simpsons haben oder Batman oder so. Und habe ich gesagt, warum nicht? Und dann hat sie nichts mehr zu gesagt und habe gesagt, na dann pack ein. So. Dann hat sie gekauft. Schon wieder eine Tasche, eine Strandtasche. Eine Strandtasche hat sie gekauft. Wozu willst du eine Strandtasche haben? Du gehst doch nicht mal an den Strand. Ja, für den Urlaub. Ich habe meinen Umzug verloren. Welchen Urlub? Wenn mal in Urlaub oder ich in Urlaub fliege. Ja. Du? Ohne mich? Nein. Ja, du kommst mit. Ich komm dann mit. Aber nicht mit dem Flieger. Doch. Nein. Ja, ich fahre doch nicht nur an der Ostsee. Polnische Ostsee. Hm. Wir können auch mit Auto nach Österreich und so fahren. Hm. Oder Italien. So. Steck doch nicht in den Flieger ein. So. Wisst ihr, die geht nicht mal an den Strand.
Nicht mal jetzt, weil sie schwanger ist und in ihrem Badeanzug. Ich weiß nicht, wie ich es normal umschreiben soll. Sie passt nicht mehr rein. Sie sagt, sie sieht da aus wie ein gestrandeter Wal. Und mir zeigt sie es ja nicht. Sie hat es ja anprobiert oben, ohne mich, in ihrer Wohnung. Aber selbst wo sie noch nicht so aussah wie ein gestrandeter Wal, ist sie nicht mit mir an den See gefahren. Oh, nee, will ich nicht. Dann hat sie sich ein Kleid geholt. In welcher Größe? L. In L. Passt sie da überhaupt rein? Ja. Wolltest du nicht eigentlich was Größeres haben? Nee. Ach, das ist wieder für nach die... Ja, muss ich ja nur reinlassen. Ach, ich dachte, das ist für nach die Schwangerschaft. Warum hast du nicht gleich ein passendes geholt für nach der Schwangerschaft? Sieht doch schön aus. Ach, das war das Einzige. Der musste fett bleiben. Nein. Wirst du nicht? Ich hoffe doch. So, wie gesagt, wir sind wegen einer Eismaschine dahin. Im Wert von 12 Euro. Also runtergesetzt jetzt. Dann hat sie noch eine Pfanne entdeckt. Also eigentlich muss ich ja sagen, so, sie hat eine viereckige Pfanne entdeckt zum Breten. Grillpfanne. Und dann hat sie gesagt, ach, gucken wir mal, was wir da noch Schönes finden. Und dann war das Regal ja noch was länger. Und da hat sie dann noch eine schöne Pfanne gefunden mit Keramikbeschichtung. Also mussten die beiden dann natürlich auch mit. Ja, zeige ich euch das mal. So. Jetzt könnt ihr das so ein bisschen erahnen. So. Also mein Kofferraum war diesmal nicht ganz so voll. Aber hinten durch die Matratze und so. Es war wieder sehr voll, wo wir hin sind, wegen einer Eismaschine. Nicht wahr, mein Schatzilein? Unverhofft kommt oft. Und morgen fahren wir wieder hin. Ich will nicht wissen, was sie denn da haben und was meine Frau denn noch findet. Ich glaube, ich lasse dich zu Hause. Nein, du kommst mit. Ich fahre doch nicht ohne dich. So, ja, das soll es zu dem ungeplanten Odinor Shoppen sein. Also eigentlich hat meine Frau geshoppt, eigentlich müsste ich es Odins Frau war shoppen sagen, aber gut, da sind ja auch Sachen von mir mit bei. Ich habe ja auch ausgesucht. Ich hab mir das gekauft und ich, na, das habe ich geschenkt gekriegt. Und die Platzdeckchen habe ich gekauft für 1 Euro. Und meine Gesichtsmaske darfst du auch benutzen. Ich darf deine Gesichtsmaske benutzen? Warum sollte ich eine Gesichtsmaske benutzen wollen? Ach, das war ein Scherz, dann sag das doch nicht so. Du weißt, ich kann keinen Sarkasmus. Na, vielleicht teste ich die doch mal. Vielleicht gibt mir die schöne, weiche, reinere Haut, Hase. Und die Eismaschine kannst du auch schon. Ja, da müssen wir wahrscheinlich morgen noch eine holen. Wenn die heute klappt, dann holen wir morgen noch eine. Mhm. Weil wenn der Becher da raus ist und du das Eis ja dann so mit dem Becher in den Kühlschrank packst, hier siehst du das ja. Mhm. Ja, wo machen wir denn das nächste Eis drin? Und ich will ja nicht immer so bläh haben, so Früchtezeug. Umtopfen, in eine Tupper und dann in den Tiefkühler packen. Okay, na, wenn wir testen. Dann soll ein Liter angeblich rauskommen. Bin ich mal gespannt. Dann können wir heute auch gleich Schoko... Ah, für Schokoeis haben wir eine Star, wa? Nein, ich hab's für Joghurt-Eis gekauft. Sie hat's für Joghurt-Eis gekauft, ich weiß. Sie kotzt das halt ein bisschen an, dass sie da nicht mehr alle darf. Sushi darf sie nicht, Energy-Drink darf sie nicht. Was darf sie noch nicht? Eigentlich darf sie ja nichts. Kaffee darf sie nicht, grüner Tee darf sie nicht. Nee, grünen Tee darfst du. Nee, grüner Tee auch nicht. Auch nicht. Da ist Tein drin. Da ist Tein drin, aha. Genauso wie schwarzer Tee. Cola darf sie nicht trinken. Ja. Eigentlich darf sie gar nichts mehr. Die kotzt hier auch schon ab und kaut dann auch am Kohlrabi rum und ist dann halt sauer. Aber es ist ja bald geschafft. Sind ja nur noch 4 Monate. Nicht wahr, mein Engelchen? Und nochmal machen wir das nicht, wahr? Mal gucken, abwarten. Ja, dann müssen wir umziehen, da haben wir nicht genug Platz. So. Das soll es jetzt aber wirklich dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich werde wieder versuchen, identische Produkte bei Amazon zu finden und die euch zu verlinken. Wie gesagt, für das Tafelset, das 17-teilige, wo sie unbedingt zuschlagen musste, da bin ich auch am Überlegen, haben wir bezahlt 15 Euro jetzt. Das haben sie runtergesetzt von... Das hat über 40 Euro gekostet, glaube ich. Ja, jetzt beim Restposten haben sie beim ersten Mal haben sie für über 40 gehabt, jetzt für 15. Aber das war ja bei Aldi noch viel mehr drin. Für 80 oder sowas, wa?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls 15 Euro, 17 Teile Z. Kann man nicht klagen. Tropfenform, vielleicht haben sie auch eine andere Form. Nicht, dass sie wieder sagt, du musst mir das nach. Viereckig haben sie noch. Auf viereckig nehme ich. Viereckig ist cool, passt ganz, ganz schön im Schrank stapeln. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ich wünsche euch was. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.